beim Podcast Meditation für jeden Tag. Mein Name ist Paulina Thurm und ich bin deine Meditationsbegleiterin. Schön, dass du da bist für unsere gemeinsame Meditation. Ich habe heute eine Meditation für dich, in der du deine Gedanken wunderbar beruhigen kannst. Denn unsere Gedanken sind so oft durcheinander, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Wir grübeln über das, was geschehen ist, oder machen uns Sorgen über das, was noch kommen wird. Und bei dieser Meditation heute geht es darum, wirklich mit der gesamten Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein und nur wahrzunehmen, was gerade ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Meditation. Such dir einen Ort, an dem du dich wohlfühlst und an dem du für ein paar Momente entspannen kannst. Und wenn du soweit bist, dann lass uns mit der Meditation beginnen. Komm nun ganz in Ruhe für deine Meditation an dem Ort an, an dem du gerade bist. Ganz in Ruhe, nimm dir etwas Zeit und richte es dir so ein, dass du gemütlich die nächsten Minuten so verbringen kannst. Schließe deine Augen und spüre deinen Körper. Spüre die Haltung, die du für deine Meditation eingenommen hast. Und egal, ob du sitzt oder liegst, entspanne dich. Entspanne dein Gesicht. Lass es weich werden. Und lass diese Weichheit dann Stück für Stück nach unten durch deinen Körper fließen. Komm an und komm zur Ruhe. Diese Zeit jetzt, die gehört nur dir. Alles andere darf warten. Nimm ein paar tiefe Atemzüge, atme tief durch die Nase ein und lass die Luft dann durch deinen geöffneten Mund wieder nach draußen strömen. Noch ein-, zweimal in deinem Tempo. Atme durch die Nase ein und durch deinen Mund wieder aus. Und komm mit jedem Atemzug mehr und mehr an. Wunderbar. Dann nimm einmal wahr, wie es dir jetzt gerade geht. Was für Gefühle kannst du wahrnehmen? Wie fühlst du dich? Und was für Gedanken kannst du wahrnehmen? Was denkst du so? Und vielleicht gibt es ein oder zwei Gedanken, die vorherrschen, die so ganz präsent sind. Oder aber es ist alles ein bisschen durcheinander, so ein bisschen Gedankenchaos. Nimm es einfach nur wahr. Ganz egal, was gerade ist, es ist okay. Es gibt keinen Grund, es zu bewerten, in gut oder schlecht einzusortieren. Es ist, wie es ist. Und du beobachtest einfach nur, was in diesem Moment bei dir so los ist.
Atme dabei ein und aus, ganz so, wie dein Atem kommen und gehen will, ohne ihn zu beeinflussen. Und lass dich von jedem Atemzug mehr in diesen Moment hineintragen. Vielleicht kannst du dabei wahrnehmen, wie dieser Druck Stück für Stück von dir abfällt, in irgendeine Richtung denken oder fühlen zu müssen. Du darfst jetzt einfach nur sein, einfach nur da sein. Es wird nichts von dir erwartet. Komm zur Ruhe. Ganz genau. Und während du spürst, wie dein Körper immer mehr Stück für Stück zur Ruhe kommt, kannst du dich auch schon darauf freuen, wie es auch gleich deine Gedanken tun werden. Lass deinen Atem jetzt wieder bewusst fließen und richte nun deine ganze Aufmerksamkeit darauf. Am besten kannst du das tun, wenn du eine Hand auf deinen Bauch legst. Nimm eine deiner beiden Hände, lege sie auf deinen Bauch und dann fang an, die Bewegungen, die dein Bauch mit deiner Hand macht, ganz genau zu verfolgen. Verfolge, wie dein Bauch beim Einatmen sich nach außen wölbt und beim Ausatmen wieder zurückzieht. Beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Und die Hand auf deinem Bauch, die hilft dir dabei, diese Bewegung noch intensiver zu verfolgen. Du atmest ein, der Bauch hebt sich. Du atmest aus, der Bauch senkt sich. Ich möchte dich einladen, mit deinen Gedanken jetzt einfach nur bei dieser Bewegung zu sein. Und wenn dein Bauch sich hebt, dann sagst du dir in Gedanken: heben, heben, heben. Und beim Ausatmen, während sich die Hand senkt, dann denkst du: senken, senken, senken. Wieder von vorn, heben, heben, senken, senken. Und ganz in deinem Rhythmus, komm einmal darin an. Du atmest ein mit heben und atmest aus mit senken. Alles Weitere darf dabei einmal in den Hintergrund treten. Verfolge einfach nur deine gleichmäßigen Atemzüge und beschreibe in deinen Gedanken, was gerade da ist. Heben und senken. Ganz genau. Ganz in Ruhe. Und es kann natürlich sein, dass dennoch deine Gedanken ab und an ein bisschen abwandern. Und weißt du was? Genau in dieser Übung ist es vollkommen okay und sogar etwas erwünscht. Denn wenn das so ist und deine Gedanken wandern ab, dann nimm genau dies einfach wahr und benenne das, was du tust.
Bist du zum Beispiel mit deinen Gedanken in der Zukunft, dann könntest du deinen Gedanken benennen, planen, planen. Oder organisieren, organisieren. Gibt es da Sorgen, dann könntest du denken, Sorgen, Sorgen. Und wie am Anfang der Meditation, bleibe vollkommen wertfrei. Nimm einfach nur wahr, was da ist und benenne es. Dabei atmest du weiter gleichmäßig ein und aus und kehrst immer wieder zu heben und senken zurück. Heben und senken. Kommen dir körperliche Empfindungen wie ein Jucken oder ein Druck, dann kannst du genau diese auch einfach benennen. Benenne, was da ist, was du wahrnehmen kannst und kehre dann zurück zu deinem Atem. Heben, heben. Senken, senken. Ein, atmest aus und alles, was dir dabei in den Sinn kommt, benennst du und kehrst dann wieder zurück zu deinem Atem. Und dabei kannst du dich entspannen. Deine Gedanken ganz ruhig werden lassen. Einfach benennen, was da ist. Und atmen. Jetzt noch 4, 5 von diesen bewussten Atemzügen, die du mit Heben und Senken begleitest. Wunderbar. Dann richte dich jetzt langsam darauf ein, deine Meditation gleich zu beenden. Wenn du magst, dann lade ein Lächeln auf dein Gesicht ein. Bedanke dich mit dem Lächeln bei dir selbst, dass du dir Zeit genommen hast, um etwas zur Ruhe zu kommen. Und nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Lass den Sauerstoff ganz tief in dich strömen. Lade Klarheit und Wachheit in dich ein. Und wenn du dann soweit bist, dann öffne deine Augen. Schön, dass du mit dabei warst bei unserer gemeinsamen Meditation. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest deine Gedanken wunderbar beruhigen.
Wenn wir unsere Gedanken beruhigen, dann entsteht in uns so diese wunderbare, heilsame Stille. Und diese Stille ist etwas ganz Besonderes in der Meditation, auch wenn sie nicht immer so leicht zu erreichen ist. Und genau darum, um diese Kraft der Stille, wird es in meinem Meditationskurs geben, der in diesem Herbst erscheinen wird. In diesem Herbst erscheint mein allererster Meditationskurs, den ich live geben werde. Und ich freue mich schon total drauf. Er wird heißen Silence, die Kraft der Stille. Und gemeinsam werden wir in diesem Kurs lernen, in Stille zu meditieren. Du bekommst schon ganz bald nähere Details und ab nächste Woche wirst du dich sogar schon in die Warteliste eintragen können. Wenn du es nicht verpassen willst, dann kannst du auch super gerne dich schon in meinen Newsletter eintragen oder dich auf Instagram mit mir connecten, dann werde ich dir dort auch nochmal rechtzeitig Bescheid geben. Ich freue mich auf jeden Fall schon total auf diesen Kurs. Es wird wirklich magisch, sag ich dir. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Meditation. Bis ganz bald, deine Paulina.